Sommertraining von Janik Rapp ist das ja relativ lang gewesen. Er ist jetzt die ersten 8 Wochen fünfmal ins Training gekommen, wo wir ja, verschiedene Phasen hatten, vom Generellen zum Spezifischen, wo wir versucht haben, Grundfitness aufzubauen. Also den Sam kenne ich jetzt seit letztem Jahr im Prospect Camp. Die Chemie ist extrem wichtig. Vor allem bei mir, ich bin eigentlich sehr heikel. Von Anfang an hat es eigentlich sehr gut gepasst und es hat auch immer sehr viel Spass zusammen. Also die 3 wichtigsten Punkte, die ich jetzt mit Janik in diesem Sommer angeschaut habe, sind sicher mal Schnelligkeit, Schnellkraft, Verletzungsprophylaxe, ganz Körper, einfach, dass die Maschine funktioniert so gut wie möglich. Und dann Rumpfstabilität und Kraft. Er ist relativ ein starker und explosiver Spieler. Muss bei ihm so ein bisschen hart, so in die Mitte vom Körper, dass eigentlich die Kraft kann transferieren in die Extremität. Tiefe Rumpfmuskulatur war definitiv auch Fokus vom Training. Bewegungsschnelligkeit, zum möglichst grossen Transfer aufs Eis, das ist sicher ein grosses Thema bei ihm. Mit dem verbunden ist auch maximal Kraft, Schnellkraft. Weil halt Speed in der NHL ist noch ein Stück höher. Meiner Meinung nach muss man möglichst bald die Spieler wieder in das hineinbringen, was sie eigentlich prima machen müssen. Und das ist einfach dieses Spiel. Und mit dieser Torwart, mit dem Schiessen, versuchen wir einfach möglichst die Zeit, die wir haben, effektiv zu nutzen. Und wenn er aufs Eis geht, dass das nicht schon ja, nicht mehr so eingeraschelt ist, sondern dass die Mechanik schon wieder relativ gut funktioniert. Ich glaube, ich hatte nie so ein langes Sommertraining gehabt. Aber es ist mir überhaupt nicht lang vorgekommen und ich fühle mich wirklich so gut wie noch nie. Also der Stand von Janik ist relativ weit, jetzt haben wir noch mal Zeit. Aber Anfang Oktober wird die Apparat sein für Nordamerika, für die NHL.